dass wir auch Europa auf die Fragen und Aufgaben begrenzen, für die Europa mal geschaffen wurde. Kein Mensch wird bestreiten, dass wir die Europäische Union brauchen, wenn es um die Sicherstellung der Gasversorgung aus Russland geht, wenn Putin wieder mit dem Gas andreht. Kein Mensch wird bestreiten, dass der Konflikt zwischen Georgien und Russland nicht mehr von Deutschland alleine bewältigt werden kann, sondern nur mit der Europäischen Union, mit der Kraft der Europäischen Union. Niemand wird in Frage stellen, dass die Bekämpfung des internationalen Terrorismus oder auch der organisierten Kriminalität der großen Zusammenarbeit der freien Völker bedarf. Wir haben jetzt in Ostbayern weniger Kriminalität, obwohl die Grenze zu Tschechien offen ist, weil wir eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen der tschechischen und der bayerischen Polizei haben. Also das Zusammenwirken über die Grenzen hinweg erhöht auch die Sicherheit für die Bevölkerung. Und niemand wird im Ernst bestreiten, dass der Schutz unserer Umwelt, der Klimaschutz, die Umweltverschmutzung nicht am Grenzen Halt macht, sondern voraussetzt, dass die Völker zusammenarbeiten. Das ist alles unbestritten. Und da würde ich mir sogar ein stärkeres Europa wünschen, wenn es um Frieden, um Freiheit, um Bekämpfung von Kriminalität und die Bewahrung unserer Schöpfung geht. Umgekehrt wollen die Menschen aber, dass die Dinge, die uns im Alltag begleiten, unser Brauchtum, unsere Kultur, die Frage, wie viel Salz darf in einer Brezel sein, wie viel Malz darf im bayerischen Bier sein, was können die Bauern auf bayerischen Äckern anbauen? Das, meine Damen und Herren, ist keine Frage, die zentralistisch und bürokratisch in Brüssel entschieden werden soll, sondern das wollen wir hier in Bayern, in Franken und in Nürnberg entscheiden. Die Fragen des Alltags. Und so wollen wir dieses Europa näher an die Menschen heranrücken. Wir wollen es demokratischer machen. Wir wollen Bürokratie abbauen und, meine Damen und Herren, wir wollen auch, dass dieses Europa ein soziales Gesicht behält. Mir liegt sehr daran, ich bin ja oft als Herr Thesensozialist, als Ewiggestriger in der Öffentlichkeit begleitet worden. Mich hat es nie besonders gestört, weil, glauben Sie mir, es gibt nichts Schöneres in der Politik, als für die Interessen der kleinen Leute einzutreten. Das habe ich immer mit großer Überzeugung getan. Und das wird meine Partei, die Christlich-Soziale Union, auch weiterhin tun. Große Wirtschaftskompetenz. Mein Vater war Bauarbeiter, der hatte immer die Meinung, wenn es der Firma gut geht, in der ich arbeite, haben wir die Chance, dass es uns auch gut geht. Deshalb braucht eine starke politische Kraft, die notwendige Sachverstand, die Wirtschaftskompetenz, gerade für den Mittelstand, für das Handwerk, für die freien Berufe, die das Rückgrat unserer Volkswirtschaft sind. Aber eine soziale Marktwirtschaft, liebe Freunde, bedeutet auch, dass wir neben dem Markt, neben dem Wettbewerb, neben den Wirtschaftsinteressen, die im Interesse der Arbeitnehmer sind, auch ein soziales Gesicht in dieser Marktwirtschaft haben. Wie ich mein Nokia-Handy zurückgegeben habe, nachdem Nokia erklärt hat, wir schließen unser deutsches Werk mit 2.500 Arbeitsplätzen und gehen nach Rumänien, weil wir aus 20% Gewinn 30% Gewinn machen wollen, meine Damen und Herren. Das ist soziale Marktwirtschaft, wie wir uns sie nicht vorstellen, meine Damen und Herren. Es gibt auch eine soziale Verantwortung gegen diesen Verein. Und in einer sozialen Marktwirtschaft muss man begreifen, und Gott sei Dank tun es die Mittelständler, auch die kleineren Banken, die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, auch manche Manager in den großen Konzernen. Aber wir müssen wieder stärker ins Bewusstsein rufen, dass eine Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft, also die Mehrung des Werts durch vernünftige Wirtschaft, nur möglich ist, wenn man auch den Fleiß und die Tüchtigkeit unserer Arbeitnehmer schätzt. Wertschöpfung kommt nur mit Wertschätzung. Und deshalb wollen wir, dass diese Humanität auch in unserer sozialen Marktwirtschaft wieder Maßstab des Wirtschaftens wird. Menschen, das kann ich Ihnen zusagen für meine Partei, Menschen, die
sich selbst helfen wollen, aber nicht können, weil sie krank werden, pflegebedürftig, arbeitslos oder im Alter sind. Die müssen sich in einer humanen Gesellschaft darauf verlassen können, dass die Gesellschaft und die Politik ihnen zur Seite stehen. Und zwar solidarisch. Solidarität heißt übersetzt, praktiziert die Nächstenliebe. Menschen, die in Not sind, und jeder von uns kann morgen dazukommen. Ich habe auch bis zum Jahre 2002, bis zu meiner lebensgefährlichen Erkrankung geglaubt, ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dann hat mich ein lebensgefährliches Virus niedergeschreckt. Und dann lernt man zu schätzen, meine Damen und Herren, was Hilfe von Krankenschwestern, Pflegern, Medizinern und auch der Familie bedeuten. Und das sollte man nicht immer erst daran denken, wenn man selbst in Not ist, sondern das ist unsere gesellschaftliche Grundausstattung. Das ist soziale Marktwirtschaft. Ja zu einer starken Wirtschaft, insbesondere zu einem starken Mittelstand. Aber meine Damen und Herren, auch soziales Gesicht dieser Marktwirtschaft. Und zwar denen zu helfen, die sich selbst helfen wollen, aber nicht können. Und mit Solidarität hat es allerdings nichts zu tun, Menschen zu unterstützen, die sich selbst helfen könnten, aber nicht wollen. Da brauchen wir keine Solidarität, meine Damen und Herren. Das ist unser Verständnis. Und deshalb wollen wir eine Gesellschaft, die auch ein humanes Gesicht hat. Wir wollen in die Zukunft investieren, in unsere junge Generation, mit Forschung, mit Bildung. Wir haben da jetzt vieles in Bayern zusätzlich eingeleitet, mit der Einstellung von Lehrern, mit einer Verbesserung des Überblicksverfahrens, mit einer Sicherung der Schulstandorte. Wir wollen eine erstklassige medizinische Versorgung, wofür Markus Söder Verantwortung trägt. Erstklassigkeit für alle, unabhängig davon, wie alt man ist, aus welchem sozialen Stand man ist. Wenn jemand krank ist, meine Damen und Herren, muss er sich darauf verlassen können, dass er erstklassige Pflege und Medizin bekommt. Das ist unsere gesellschaftliche Auffassung. Und wenn wir dann ein bisschen begleitet werden, wir seien Gerulanten aus Bayern, wir seien Krawallmacher, ich darf das mal jede Woche lesen, dann sage ich Ihnen, es gibt viel, viel schlimmere Beleidigungen. Gibt es was Schöneres, meine Damen und Herren, als bayerische Politiker für die Interessen unserer wunderschönen bayerischen Heimat, der Franken, der Altbayern, der Schwaben einzutreten, in Berlin nicht nur aufzutreten und schön miteinander zu reden, sondern auch die bayerischen Interessen durchzusetzen. Liebe Freunde, es gibt in der Politik auch ein Verschulden durch Unterlassen. Und deshalb hat man die Pflicht, als bayerischer Ministerpräsident, als bayerische Staatssekretäre, als bayerische Minister, das, was für uns in Bayern notwendig und richtig ist, in Berlin durchzusetzen. Und man hat auch die Pflicht, falsche Entscheidungen zu korrigieren, um Schaden von Bayern abzuwenden. Das ist unsere Verantwortung, für Bayern und Franken zu kämpfen, meine Damen und Herren, und nicht in der Beliebtheitsskala der Harmonie die Spitzenplätze zu belegen. So verstehe ich Politik.